Ich habe einen Truck gefunden, Leute. Mal gucken, was wir mit dem machen können. Nix, sorry. Au! Ah, scheiße. Jetzt sollten wir besser abhauen. Ich hab... Sorry, sorry. Wollte ich nicht. Scheiße. Okay. Jetzt ist oben ein bisschen weniger dran. Scheiße. Musste ich das unbedingt machen? Ja, musste ich. So, ich fahre hier einfach mal durch. Kein Problem. Alles easy. Alle hopp. Hier stehen nämlich... Also ich habe besonders halt außerhalb ein paar LKWs hier eigentlich gesehen. Und ich dachte mir vielleicht... fahre ich hier nicht lang. Boah, Alter. Diese lange Bremsspur, obwohl ich eigentlich direkt danach gebremst habe. So, es wäre jetzt nicht schlecht, wenn ich da hochkommen würde. Aber ich glaube, das komme ich nicht. Also muss ich tatsächlich hier wenden. Ja, zwischendurch hat uns einfach auch mal unsere Tochter angerufen. Ja, wir haben ihr Leben ruiniert. Genau. Wenn wir ihr Leben nicht ruiniert hätten, hätte sie gesagt, sie hat Scheiße gebaut. Bitte verzeih mir. Wenn es zumindest klischeehaft geblieben wäre. Okay. Wir können auch ein bisschen Steilwandkurvenfahren machen. Ah ja, guck an. Perfekt. Hier sind wir in einem kleinen Gewerbegebiet. Mit lauter Anhängern. Vielleicht schaffen wir es aber auch. Boah, Alter, Leute, hier riecht es die ganze Zeit... Hier riecht es die ganze Zeit nach Keksen. Weil ich vorhin eine Packung Kekse aufgemacht habe. Leute. Neuer LKW. Raus. So, perfekt. So, mal gucken, ob wir hier drin irgendwas finden, was wir vielleicht mitnehmen könnten. Ich weiß nicht, ob wir das irgendwie verkaufen können oder so in irgendeiner Weise, aber ich will es halt einfach mal testen. Ich meine, die Möglichkeiten hier sind groß. Aber ich finde hier keinen Anhänger. Müssen wir vielleicht tatsächlich dann an den Hafen fahren, weil hier ist Bahnhof. Beziehungsweise sowas Annäherndes. Oder sowas Ähnliches. Das ist besser. Das ist besser. Was Ähnliches. So, dann geben wir mal Gas hier. So. Was close? Nix close. Wir fahren hier mal ganz geschmeidig auf die Schienen und spielen Zug. So macht der Zug. Vergesst das nicht, Freunde. Und wenn ihr das parallel übers Mikro hört, dann hört ihr sogar den Controller. Der gehört übrigens nicht zum Zug dazu. So, mal gucken, ob wir vielleicht tatsächlich da unten was finden. Und jetzt ist natürlich dann auch immer noch die große Frage, selbst wenn wir einen Anhänger finden, welchen wir hinten drauf packen können, was können wir dann damit machen? Können wir ihn verkaufen? Können wir ihn irgendwo hinbringen? Können wir was weiß ich machen? Und was zum Geier ist da links? Das ist ein Schädel, den wir mit Trevor bearbeiten können. Naja, wie auch immer. Also erstmal Richtung Hafen fahren und gucken, ob da was ist. Ich fände es natürlich recht schade, wenn tatsächlich die Taxi-Option die einzige ist, die man so im freien Game als Zusatzverdienoption machen kann. Wäre natürlich ein bisschen schade, aber naja, man kann es ja mal ein bisschen testen, ne? So ein bisschen. Okay, jetzt sind wir am Hafen. Schauen wir mal, ob wir hier was finden, was Feines. Da steht einfach mal... Da steht zum Beispiel einer. Ich habe keine Ahnung, ob wir den mitnehmen können und was wir mit dem machen können. Aber wir probieren es mal aus. So. Einmal hier rumfahren.
Ja, toll. Wir können ihn nicht mitnehmen. Weil er gesperrt ist. Abgesperrt ist und so. Mit Sicherungsklammern oder ähnlichem. So, hier sind noch ein paar andere LKWs. Das sind aber integrierte. So, ich kann da jetzt entlang düsen, aber... Die sind alle abgesperrt, ne? Wie ich unschwer erkennen kann. Ja, sind alle abgesperrt. Ich frag mich, ob man das Ding vielleicht sogar abschießen kann. Oh, was steht denn da hinten? Steht der einfach nur so just for fun rum, oder? Ja, und selbst wenn, er wäre abgesperrt. Na gut. Hm, hier waren wir schon mal. Hier haben wir das mitgenommen von Bugstars. Einen schönen Transporter. Da, halt hier. Da geht's lang. So, hier kommen wir hoch. Er ist auch abgesperrt. Die sind alle abgesperrt. Was fucking hell? Nix fucking hell. Ist gut. Da wäre auch noch ein... Mal gucken, vielleicht schaffen wir es ja. Mit ein bisschen Krips. Und einer kleinen Pistole. Ja, haut ab! Haut ab! Oh shit. Oh, oh shit. Okay, nein, wir können die nicht abschießen. Ja, ja, was auch immer hier so unten, ne? Wir sollten schnell auf den Highway. Und ab dafür. Ja, dann fahren wir mal zum B, ne? Zum dicken, fetten B. Versuchen wir es. Oh Gott, da oben. Da ist es ja leichter, zum Flughafen zu fahren und ein Flugzeug zu stehlen. Leute. Let's make it real. Ja, hier, ne? Oh, zum Glück ist da unten. Okay. Nix tut, tut. Eieiei. Ist doch überhaupt nicht Feierabendverkehr oder so. Ja, weg da! Fahr mal! Meine Fresse. Verzieht euch hier. Meine Güte, ey. Ey, und jetzt, hier heißt es Stay in Lane. Und ihr wechselt hier die ganze Zeit. Ich schieb dich weg, ey. Oh, ich glaube, der ist tot. Ja, der ist tot. Boah, Alter. Ich hab's echt geschafft. Irgendwie nicht erkannt zu werden. Das ist echt ein Phänomen. Wie habe ich das denn bitte geschafft? Ich habe keine Ahnung. Wir hatten, glaube ich, ein bisschen Schutzdeckung vor allem noch. Durch die anderen Fahrzeuge. So, einmal vorbei. Alter, hätten wir auch runterfahren können. Egal, wir nehmen den langen Weg. Ui. Okay, das haben wir auch ein bisschen zusammengestaucht. Joa, wir können hier ein bisschen Rambazamba machen. Und weg mit dir. Weg mit euch. Naja, doch nicht. Ah, verdammt. Das hätte ich besser fahren können. Da hätte ich gleich rüberziehen können. Wobei, wir können es ja auch gleich mal ausprobieren. Und zwar... Kommen wir hier irgendwo rein? Ja, wir sollten es vielleicht eher da hinten versuchen. Wir sind Anlieferer. Wir müssen einen Truck wir müssen einen Anhänger mitnehmen, der frisch gelandet ist. Vom Cargo-Abteil. Mal gucken, vielleicht schaffen wir es hier rein.
Versuch mir mal was. Alles klar. Das war's dann mit der Motorhaube. Oh. Oh. Leute. Ah, nee, okay. Ist ein bisschen schlecht. Wir müssen versuchen, irgendwie mit dem Truck darüber zu kommen. Weil wir können hier keinen Wagen stehlen. Hier sind lauter Polizisten. Das ist nicht unbedingt sehr leicht. Besonders wenn man bedenkt, dass höchstwahrscheinlich... Willst du mich eigentlich verarschen? Das Tor ist offen. Oh shit. Ja, ab jetzt bin ich vogelfrei, so ungefähr. Okay. Wir da hinten. Da hinten, Freunde. Holen wir ihn uns. Da ist ein richtig fetter, ein richtig fettes Flugzeug. Können wir doch einsteigen? Bitte lass uns da einsteigen können. Bitte, 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 bitte. Ja! Es geht! Lass mich da durch! Oh, ich muss einmal wenden. Das ist nicht unbedingt leicht. Alter, hat das Ding... Vor allem ist das Ding laut! So wendet man nicht unbedingt einen Flieger, aber... Ich habe auch nicht den Pilotenschein gemacht. So... Wir richten ihn mal aus. Und geben Vollgas. Okay, halt, das ist dumm. Und... Nice. Was? Alter, geil. Gehen wir mal in Cockpit. Alter, Flight Simulator. So spricht Ihr Kapitän von der Air America. Wir befinden uns auf dem Flug zum Observatorium Los Santos, in dem wir von dort aus einfach mal ganz geschmeidig hinwegfliegen und der Pilot wird dann aussteigen. Ich bedanke mich, dass Sie sich für den Suizidflug von US America Airlines entschieden haben und ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag und ich... Oh, halt, Moment, habe ich eigentlich einen... Oh, scheiße. Ich glaube, ich werde sterben. Ich glaube, ich werde sterben, weil ich einfach mal ganz geschmeidig keinen Fallschirm habe, soweit ich weiß, oder? Ich habe, glaube ich, keinen Fallschirm. Ich habe keinen Fallschirm. Das heißt, wir müssen irgendwie im Wasser landen. Alter, wir kommen auch kaum hoch. Alter! Fuck. Wir können dann nur komplett um den See herumfliegen. Dann machen wir es anders. Machen wir es so. Oh Gott. Nein, so lässt sich der Flieger nur verdammt schwer fliegen. Oh shit. Oh shit. Hoch! Merke, der ist ganz schön schwerfällig. Ich möchte über den
Sie. Oh Gott. Oh, Scheiße. Oh, da ist der See. Und tschüss. Wir haben es überlebt. Wo ist der Flieger hin? Ich habe keine Ahnung, wo der Flieger hin ist, aber wir haben es überlebt. Wir haben den Flieger irgendwo hingeschrottet und haben jetzt einen Stern. Das ist jetzt ein Scherz, oder? Das ist jetzt ein Scherz. Ja, mit seinen Gesundheitslatschen. Hat aber was. Hat aber auf jeden Fall was. Finde ich auf jeden Fall auch sehr nice, dass einfach mal keine Polizei hier vorbei kommt. Ich habe es ja beschworen. Richtig, ich habe es ja beschworen. So schnell hier hoch. Komm schon, Michael. Michael! Hoch mit dir. Ihr findet mich nicht. Das ist ein Scherz, oder? Ach komm schon. Oh fuck. You'll never take me alive. Scheiße, ich muss da oben unbedingt einen Wagen stehlen. Sonst komme ich da nicht weg. Stehen geblieben. Nein. Verdammt. Ausdauer ist aber sehr gut. Ja. Ja, ja, ja. Genial. What the hell? What's going on, man? Danke. Time to move. It's yours, it's yours. Holy shit. Nice. Und wir sind gleichzeitig auch noch der Polizei entkommen. Perfekt. Jetzt können wir die Abkürzung nehmen. Hui. Okay. Und machen in der Luft 1-360. Genial, sage ich dazu nur. Genial. Okay, einmal hoch den Berg. Und einmal links den Berg. Und wir sind oben. Und da ist eine Leitplanke, an der wir nicht vorbeikommen. Und jetzt doch. Perfekt. Da ist das B. Nice. What? Stopp. Hier lang. Autsch, das war das letzte Licht. Okay, hier ist ein Privatparkplatz. Perfekt. So slidet man drüber. Genau so und nicht anders. Habt ihr das gesehen? Habt ihr es euch gemerkt? Ich hoffe es. So, hier müsste irgendwo sein, richtig? Davy. Oh. How you doing? About as good as can be expected. But the news is not good. I don't know what you're talking about. I know you did that fucking jewelry job. Davy, seriously, you're imagining things. Fuck you. All right. I did it. Arrest me. You know what? You'll be saving my life. Because you called it, motherfucker. What? You called it. Trevor. A couple days ago. We haven't really talked about anything either. But if, no, when he starts asking questions about why you're not feeding worms south of the Canadian border. Oh, we got problems. Yeah, no shit. We're in it. Together. So, if your problems are my problems, then I guess. Schaut euch mal die Schultern an. My problems are sort of your problems. Nope. What if I lose my job? Someone comes into my office, starts reading my files. They'll see the things I did. I know a lot of stuff. I can cop a plea, get 5 years, but you... Fuck you, you ungrateful prick.
I made your career. Well, then we better go about saving it together, because you and I both know we can't let it go to shit now. What do you need? This guy, Ferdinand Karamov. The agency claims he's dead. We at the Bureau think they're full of crap. We think he's being debriefed someplace. So? Apparently, he has information which will put me and my superiors out of circulation. Those agency fuckers have got the coroner's office locked down. We need you to verify the body. So how the hell am I gonna get in here? Well, you've played dead before, haven't you? Ah. Alter, Leute, das ist... Was? Natürlich. Das habe ich auch noch verstanden. What we got? John Doe, white male, overweight, in his late 40s, possible coronary. Let's take a peek. The fat deposits on his hips and abdomen suggest a fondness for bleeder burgers. We're probably about to find one in his gut, still in its wrapper. Right next to the bottle of scotch and pack of Redwoods. See the broken capillaries around the nose? Alcoholic. I wouldn't take any bets on the state of the liver. We still think 40s? Takes a toll. He's an advert for clean living. Note the discoloration of the teeth and the fingers. Smoker. Pack a day, I'd say. Probably cigars, too. I was going like there was no tomorrow. Yeah, he's got that right. Some people think they're immortal. So you... Ah! Oh, Jesus! God! Back from the dead, motherfucker! Scheiße, aber er hat nur einen erwischt. Er hat nur einen erwischt. Ich dachte mir so, jetzt wäre ein ganz guter Zeitpunkt. Wir haben ein bisschen was vom Dialog gehört. Er... Okay. Might be in the other room. Perfekt. Surrender yourself. Out. Now. Das war direkt. Durchsuche das Leichenschauhaus nach der Leiche. That don't look right. Okay, dann gehen wir weiter. Guess you can't judge a corpse by its toe tag. I found the toe tag. Ferdinand Karamov. It's on some big black lady. Definitely not your guy. Okay. The agency have the lower floors on lockdown to prevent a leak. I got a guy who can cut the power to give you some help, but you'll have to get upstairs if you're gonna get out. Muss ich den Typen jetzt mitnehmen? Okay, sieht nicht besonders. Nein.